Fußball Flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Leute, ich bin gerade auf einem Fischkutter unterwegs, mitten auf der Ostsee, weil heute geht's ums Fischefangen. Einen habe ich schon. Also ich mag Fisch am liebsten als Fischstäbchen. Oder so. Fisch ist nicht nur super lecker, sondern auch total gesund. Ganz viele Menschen auf der Welt essen Fisch. Schon die Steinzeitmenschen gingen mit Harpunen und Angel auf Fischfang. Insgesamt gibt es über 30.000 verschiedene Fischarten. Die Fische in Flüssen und Seen heißen Süßwasserfische, wie zum Beispiel die Forelle hier. Salzwasserfische dagegen leben im Meer, zum Beispiel der Hering oder der platte Fisch hier, die Flunder. Das ist eine Schollenart. Damit man die Fische aus dem Wasser kriegt, gibt es eine ganze Menge Tricks. Auf dem Meer nutzen Fischer Netze. Im Fluss klappt es am besten mit der Angel. Ich check heute, wer die besten Fischfänger im Tierreich sind, wo Fischstäbchen herkommen, werf eine super lange Angel aus und fahr richtig früh mit einem Kutter raus aufs Meer. Also, Leinen los, hier kommt der frische Fische-Fischen-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Warum haben Fischstäbchen keine Gräten? Welche Tiere sind die besten Fischfänger? Und wie atmen Fische? Das check ich für euch. Die meisten Fische, die wir essen, werden aus dem Meer gefischt. Deshalb bin ich jetzt an der Ostsee. Leute, es ist so früh am Morgen. Fischer Kai nimmt mich heute mit zum Flundernfischen. Kai ist so ein richtig nordischer Junge und er sagt nicht so viel. Aber wenn er was sagt, dann hat's Hand und Fuß. Ja, warum muss man so früh los, wenn man Fische fangen will? Na, erstmal, damit die Fische nicht in der Sonne liegen. Und die Leute wollen zum Mittag ihren frischen Fisch haben. Du meinst in der Sonne liegen, damit die, wenn du sie gefangen hast, auf dem Boot nicht einfach in der Sonne rumliegen, oder was? Ja, genau. Dass wir die schnell verarbeiten. Und das heißt, den Fisch, den wir jetzt fangen, der wird heute Mittag schon gegessen? Ja. Echt, so schnell geht das? Ja, klar. Die Leute wollen das ja auch frisch gefangenen Fisch. Deshalb kommen die an die Ostsee. Kais Kutter liegt aber nicht am Strand, sondern im tieferen Wasser. Und das heißt rudern, Leute. Und das, obwohl ich noch so müde bin. Und hopp. Und hopp. Warte mal. Und los. Beide gleichzeitig. Wie weit müssen wir denn jetzt rudern? Ja, bis zum großen Kutter. Wie lange brauchen wir da? 200 Meter. Wenn du dich beeilst, eigentlich bis 2 oder 3 Minuten. Was fischen wir denn heute eigentlich? Na, Flundernetze wollen wir heute hochholen. Ne? Das heißt, du hast schon Netze irgendwo hingeschmissen, oder was? Ja, am Abend vorher werden die ausgelegt, die Netze, die Stellnetze. Mhm. Und dann morgens wieder hochgeholt. Ach so. So sieht das aus. Die beiden Fähnchen zeigen, wo das Fischernetz ausliegt. Die Maschen in den Netzen müssen eine ganz bestimmte Größe haben. Das ist wichtig, damit die kleinen Fischchen einfach durchschwimmen können und nur die großen drin hängen bleiben. Das ist ja voll das tolle Boot. Super. Da steht's ja auch, Günther heißt es. Ja, genau. Cool. Da kommen nachher die Fische rein. Ja, hoffentlich haben wir überhaupt welche. Bestimmt. Leine los! Boah, Leute, das frühe Aufstehen hat sich gelohnt. Es sieht so toll aus. Fährst du denn eigentlich jeden Tag an die gleiche Stelle? Nee, das ist unterschiedlich. Das variiert auch. Liegt auch ein bisschen mit am Wetter, ne? Wieso am Wetter? Na, große Wellen. Wenn 2,50 Meter große Wellen sind, und mein kleines Boot, da kannst du dir ja vorstellen, was da passiert. Ja klar, die sind ja höher als dein eigenes Boot dann. Ja, da kannst du hier gar nicht drauf arbeiten, das schaukelt alles, das fliegt alles hin und her. Ist das schon mal passiert? Ja. Wirklich? Klar. Cool, Leute, heute ist das Meer zum Glück ruhig. Und gleich sind wir da. Ich sehe schon ein Fähnchen von Kais Netz. Pass auf, jetzt geht's los. Greif dir das Fähnchen und hol die Netze hoch. Alles klar. Mach ich so. Oh. Pfanne habe ich! Einfach jetzt hier ziehen, oder was? Ja, los, gib Gas! So, und wo kommen die Fische und jetzt? Los. Und los. Ja, da kommt erst noch ein Gewicht. Das ist, damit die Netze nicht wegschwimmen, ne, damit sie verankert sind. Ja. Kommen denn dann jetzt mal die Netze? Ah, weiter noch, weiter.
Der eine, wir wollen ein paar mehr haben. So, was machst du hier eigentlich, sag ja, mal? Ja, weiß ich nicht. Na, das ist total anstrengend. Wieso benutzt du die Netzrolle nicht? Was ist denn die Netzrolle? Komm, lass mich mal hier durch. Ich hab die schon angeschaltet. So hat ja mein Opa früher Netze hochgeholt. Achso, du machst das nicht von Hand? Nee, dafür haben wir Maschinen. Das hättest du auch mal gleich sagen können. Naja, guck mal, wie einfach das geht. Was sind denn das für Fische jetzt eigentlich? Plattfische, Flundern. Flundern? So, wie viel Kilo Fisch habe ich jetzt hier eigentlich schon auf meinen Beinen liegen? Ich denke mal, so 100 Kilo werden das wohl werden. 100 Kilogramm? Aber sag mal, isst du gern Fischstäbchen? Fischstäbchen, muss ich ehrlich gestehen, habe ich glaube ich noch nicht oft gegessen. Also ich schon. Und ich habe auch gleich meine erste Checkerfrage dazu. Warum haben Fischstäbchen keine Gräten? In einem Fischstäbchen ist kein ganzer Fisch drin, also mit Gräten und all dem, sondern nur die Teile, in denen keine Gräten drin sind. Schaut mal. Riesengroße Schiffe fangen die Fische extra für die Fischstäbchen. Die werden gleich auf hoher See von den Gräten befreit. Dafür gibt's extra Maschinen. Danach werden die Fischstücke kontrolliert, und zwar per Hand. Dann werden sie eingefroren. Das Fischeis wird an Land nochmal von Maschinen kontrolliert, in Form gesäbelt, paniert und frittiert. Zum Schluss werden die Fischstäbchen wieder eingefroren und verpackt. Fertig. Schon auf dem Schiff holen Maschinen die Gräten aus dem Fisch raus. Das wird dann später an Land nochmal kontrolliert. Gecheckt. Fischers Fritze frischt Fisch. Frisches Fisch. Erstmal eine Frage an euch. Wo hat die Flunder ihre Augen? A. Vorne am Kopf? B. Seitlich am Kopf? Oder C. Hinten am Kopf? Die Antwort gibt's wie immer am Ende der Sendung. Bevor es auf Kais Kutter weitergeht, gehe ich jetzt erst mal Süßwasserfische angeln. Aber nicht in so einem Mini-Teich. Sondern am Fluss mit Niki. Sieht lustig aus, was der da macht, ne? Wie ein Cowboy mit Lasso. Das ist eine ganz besondere Art zu angeln. Und die will ich jetzt auch lernen. Niki! Ja? Hallo! Hallo, grüß dich! Hast du schon was an der Angel? Ja, jetzt noch nichts gefangen. Noch nicht? Schlaue Fische. Grüß dich! Servus! Grüß Hi. Dich, hallo! Hast du für mich auch noch so einen schicken Anzug? Du gehst hier mit deinen Schuhen und allem einfach ins Wasser, ja, oder? Ja, ich bin trocken. Und damit ich trocken bleibe, kriege ich auch so ein Ganzkörperteil. Und jetzt ab ins Wasser damit. Ja, hält dicht. Boah. Deswegen, aber trotzdem, man kann schon, also man wird nicht nass. Ne? Nein, das ist überhaupt kein Problem. Aber es wird kalt am Popo. Geht das mit deiner Hose auch? Geht mit dir auch. So, was machst du denn hier eigentlich gerade genau, sag mal? Fliegenfischen nennt man das. Fliegenfischen? Also ich fange nicht Fliegen, sondern ich fange mit einer Fliege, beziehungsweise einer künstlichen Fliege, versuche ich einen Fisch zu fangen. Ich dachte, man macht das mit Regenwürmern. Das ist, sagen wir mal, die etwas nicht ganz so edle Methode. Das ist die edlere Methode. Fliegenfischen. Das hier ist quasi eine nachgebaute Fliege, genau. Oder wie? Das heißt, die ist also nicht irgendwie echt, sondern die ist mit Federn nachgebaut. Hast du die selbst gebaut? Die habe ich selber gebaut. Wenn das jetzt hier so ein Fliegenköder ist, hast du noch ein paar mehr? Ja, ich habe jetzt bloß noch hier zwei Stück noch dabei. Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Guck mal, hat so einen lustigen Puschel da drin. Die ist noch ein bisschen kleiner, die sieht jetzt wieder komplett anders aus. Zum Angeln braucht Niki einen Köder. Der lockt die Fische an. Der Trick dabei, der Köder muss genauso aussehen wie etwas, was der Fisch gerne fressen will. Zum Beispiel eben eine Fliege. Sie sieht ja wirklich aus wie eine richtige Fliege. Verrückt, gell? Man muss halt schauen, dass man möglichst die Fliege nachbaut, ja, die momentan auf dem Gewässer auch vorkommt. Der Fisch denkt, das ist eine echte Fliege. Du veräppelst den Fisch. Na, genau. Der meint zwar, es wäre eine echte Fliege, ja, will sie fressen, ja, und würde sie aber sofort wieder ausspucken, wenn man dann in dem Moment nicht kurz einen Ruck macht und dann der Fisch an der Angel zappelt. Ach so. Also der schluckt es nicht runter. Okay. Und wenn ich zu spät ziehe, spuckt er sofort wieder aus und der Fisch hat gewonnen. So, jetzt will ich es aber auch ausprobieren, Niki. Ja. Also pass auf. Rechtshänder? Rechtshänder. Wunderbar. Beim Fliegenfischen braucht man richtig viel Schnur. Weil der Köder nämlich so leicht ist. Ein echter Profi-Fliegenfischer schleudert da schon mal 30 Meter Schnur durch die Luft. Das macht schon Spaß, aber ich weiß noch nicht so richtig, was ich hier mache. Also. Ganz wichtig ist, der Köder muss ganz leicht auf der Wasseroberfläche aufkommen und dann mitschwimmen. Eben genau wie ein echtes Insekt auch. Sag mal, kann eigentlich jeder einfach kommen und fischen? Nein. Man braucht einen Angelschein. Du musst also einen Kurs machen.
eine Angelprüfung. Ach, wenn, wenn du die bestanden hast, dann darfst du zum Angeln gehen. Also wirklich, du machst eigentlich eine kleine Ausbildung mit Prüfung, so wie ein Führerschein zum Angeln. Genau. Wer den Angel- oder besser gesagt Fischereischein machen will, muss vorher richtig büffeln und ganz viel übers Angeln, Gewässer und natürlich über die Fische lernen. Zum Beispiel, wie groß ein Fisch sein muss, damit man ihn angeln darf. Ist er zu klein, kommt er nämlich wieder ins Wasser, damit er sich weiter vermehren kann. Die Angler fischen also nicht nur, sondern kümmern sich auch darum, dass es den Fischen gut geht. Zum Beispiel setzen sie im Frühjahr extra gezüchtete Fische in vielen Flüssen und Seen aus, damit die nicht irgendwann leer gefischt sind. Aber selbst mit Angelschein darf nicht einfach jeder irgendwo angeln. Jeder Fluss, jeder See oder Bach gehört jemandem und der muss das Angeln da erlauben. Das dauert manchmal schon ewig, ne? Also ja, das ist einfach eine Geduldsgeschichte. Moment aber, jetzt doch. Was denn? Ja, jetzt ist doch. Komm, ja, ja. Hast du was gefangen? Ja, ja, ja. Er hat einen Fisch dran. Schau, schau, ach, schau. Quatsch. Ja, guck mal, wie sich die Angel biegt. Bin ja gespannt. Ja, ist er denn? Da kommt sie schon. Da ist er schon. Wie holen wir den denn jetzt? Was muss ich denn jetzt machen? Pass auf, das Problem ist, die Forelle, wenn sie angebissen hat, hat die am Anfang noch sehr viel Kraft. Und wenn man jetzt dann mit Gewalt den Fisch herzieht, dann kann es sein, dass die ganz kurz vor die Füße dann richtig explodiert und dann irgendwie die Schnur abreißt. Kannst du mir hinten den Kescher mal abnehmen? Ne? Darf ich dir irgendwie dabei helfen? Ja. Also ich ziehe jetzt den, also nicht rumfuchteln mit dem Kescher, sondern ganz langsam den Kescher einfach nur ins Wasser setzen. Einfach genau. Boah. Ganz. Boah. So, jetzt kannst du langsam hoch. Ja, noch nicht. Ja, vorbei. Bitte ziehen und jetzt hoch. Ja, jetzt haben wir ihn. Ja, wunderbar. Boah, heftig. Ein schöner Fisch. Guck mal ins Wasser. Ist das eine Forelle, ne? Das ist eine Bachforelle. Da sieht man, wie schön die gezeichnet ist. Ein wunderschöner Fisch. Maß hat er auch, brauchen wir gar nicht messen. Ja. Ist lang genug. Jetzt tun wir sie ins Wasser rein, tun wir sie ins Ufer. Ja. Und dann müssen wir sie leider, wir wollen sie ja essen. Müssen wir sie töten. Lebendig essen ist schwierig. Logisch. Wie machst du das? Also ich habe jetzt immer so einen Stecken schon vorbereitet, der muss also hart genug sein, darf man nicht abbrechen. Einfach einen Stock, oder? Genau. Ja. Nimmt man den Fisch. Oh, der arme Fisch. Also der Fisch hat jetzt also wirklich nicht, mit Sicherheit nicht mehr leiden müssen, als irgendwie unbedingt notwendig gewesen wäre. Und weil wir den Fisch essen wollen, müssen wir ihn ausnehmen. Das heißt, die ganzen Innereien müssen raus. Wunderschöner Fisch. Auch viele Tiere essen gerne Fisch. Und dazu habe ich eine Checkerfrage. Welche Tiere sind die besten Fischfänger? Viele Tiere haben richtig coole Tricks drauf, um Fische zu fangen. Der Pelikan zum Beispiel, das ist der Vogel hier, hat seinen eigenen Kescher immer dabei. In diesen Kehlsack, so heißt das Teil nämlich, passen bis zu 13 Liter Wasser rein. Das ist mehr als ein ganzer Eimer voll mit Wasser. Krass, oder? Der Bär fängt Fische mit der Hand. Also bei dem heißt das Pranke. So ungefähr. Geht beim Bären aber wahnsinnig schnell. Oder er fängt sie einfach mit dem Maul. Naja, beim Bären sieht das aber eher so aus. Haie sind auch super Fischfänger. Die sind total wendig, können sehr, sehr gut sehen und noch viel besser riechen. Die finden ihre Beute sogar blind. Schaut mal. Haie sehen zwar oft gruselig aus, sind aber keine bösen Bestien. Und gar nicht mal alle Haie fressen überhaupt Fisch. Walhaie zum Beispiel sind reine Pflanzenfresser. Riffhaie allerdings, so wie der hier, die mögen schon ganz gern Fisch. Außerdem haben sie messerscharfe Reißzähne. Schaut mal, das ist ein Haigebiss. Total spitz und scharf. Aua. Und zwar nicht nur eine Reihe, so wie wir, sondern mehrere Zahnreihen hintereinander. Wenn eins dann kaputt geht, klappt der nächste einfach nach. Viele Tiere sind super Fischfänger. Besonders geschickt sind zum Beispiel Haie und Bären. Gecheckt. Niki ist nicht nur Angler, er hat auch eine Fischzucht. In seinen Becken schwimmen über 100.000 Fische rum. Die verkauft er, wenn sie groß genug sind. Über 20 verschiedene Arten hat er hier. Zum Beispiel Forellen.
Und guck mal, das hier ist bestimmt ein Grummelfisch. So, guckt her. Nee, Quatsch. Das ist ein Stör. Mal gucken, was es hier noch so zu entdecken gibt. So, ja, und hier hast du sie alle, ne? Genau, alles verschiedene Sorten von Fischen. Aber sag mal, die sehen ja alle wirklich gleich aus. Gibt es eigentlich Männlein, Weiblein bei Fischen? Ja, gibt es natürlich auf jeden Fall. Woran sieht man das? Also das Männchen hat die etwas schlankere Form, etwas längeren Kopf. Das Weibchen ist in sich einfach ein bisschen runder, ein bisschen plumper. Kräftiger. Genau, ein bisschen kräftiger, genau. Ah. Das ist jetzt ein Männchen. Boah, es gespritzt. Und das ist ein Weibchen. Schauen wir uns den mal an hier. Das ist ein Männchen. Das sieht man jetzt vorne auch am Kopf. Diesen Knopf hier. Im Alter wird es noch mehr. Und das ist jetzt das Weibchen. Boah, ich bin komplett nass. Ich mache die Schuhe, da mir auch rein, Mann. Das ist das Weibchen. Der hat in sich, er ist in sich etwas runder. Ja, genau. Aber ist der nicht auch einfach viel älter? Die sind gleich alt. Wirklich? Die sind gleich alt, ja. Dann sind die Weibchen ja wirklich größer und kräftiger einfach. Ja, genau. Guck mal, links dünn, das Männchen, rechts dick, das Weibchen. Weil da geht es ja auch darum, dass die Eier, die brauchen auch die Vielzahl der Eier. Warte mal, Eier. Wie pflanzt sich denn ein Fisch überhaupt fort eigentlich? Also es ist nicht wie bei Säugetieren Lebendgebären, sondern ein Fisch legt Eier. Die befruchteten Fischeier nennt man Laich. Das Weibchen legt seine Eier direkt ins Wasser ab. Einige tausend Stück sind das zum Beispiel bei der Bachforelle. Das Fischmännchen spritzt dann seinen Samen drauf. Aus den Eiern schlüpfen dann die Larven. So nennt man die ganz, ganz kleinen Fische. Wenn die ein bisschen größer sind, sind es Babyfische. So sehen die aus. Guck mal, was für ein Gewimmel. Und schaut mal, wie süß die sind. Ganz klein. Haha, fühlt sich lustig an. Dann wollen wir die wieder zurücklassen, oder? Genau, lassen wir sie wieder paddeln. Tschüss, Fischis. Zu den anderen dazu. Bis die Babyforellen ausgewachsen sind, dauert es ungefähr 2 Jahre. Dann schwimmt mal weiter, ihr Kleinen. Und ich kläre die letzte Checker-Frage. Wie atmen Fische? Die brauchen genauso Sauerstoff wie wir Menschen auch. Aber die holen den eben nicht aus der Luft, sondern aus dem Wasser. Also im Wasser ist genauso Sauerstoff wie in der Luft. Wir atmen Luft ein und holen Sauerstoff. Und wie machen die Fische das genau? Die Fische atmen Wasser ein und holen den Sauerstoff, den sie brauchen, aus dem Wasser. Sauerstoff ist nämlich ein Gas und kommt in der Luft und auch im Wasser vor. Der Sauerstoff ist lebensnotwendig für Menschen und auch für Tiere. Wir filtern ihn mit unseren Lungen aus der Luft. Die Fische haben dafür die Kiemen. Damit können sie den Sauerstoff aus dem Wasser filtern. Wahnsinn, oder? Das funktioniert so, dass die das Wasser einschnaufen, durch die Öffnung des Maules. Kann man das bei ihm sehen? Ja, kann man es auch sehen. Ja. Das geht vorne durchs Maul rein. Man sieht, wie er immer das Maul auf und zu macht. Und hinten an den Kiemenbögen strömt das Wasser wieder raus. Ach, da vorne direkt am Kopf sitzen die Kiemen. Genau, also in dieser Backe hier drin sitzen die Kiemen. Ja. Und dort wird eben der fürs lebensnotwendige Sauerstoff aus dem Wasser rausgefiltert. Mhm. Und das restliche Wasser, wo kein Sauerstoff mehr drin ist, läuft einfach wieder raus? Hinten wieder raus. Fische holen sich den Sauerstoff aus dem Wasser. Dafür haben sie ein spezielles Organ, die Kiemen. Gecheckt. Fast alle Fische haben Gräten. Das ist sowas wie bei uns Menschen, die Knochen. Genau wie wir auch, haben Fische eine Wirbelsäule. Dieses längliche Ding hier. Bei uns sitzen da die Rippen dran, beim Fisch eben die Gräten. Die geben ihm erstens Halt und schützen zweitens die inneren Organe, sowas wie Herz, Magen und so weiter. Die sitzen beim Fisch nämlich direkt hier unten. Bevor man einen Fisch essen kann, sollte man versuchen, die Gräten zu entfernen. Das klappt aber natürlich nicht immer so ganz und es kann schon mal vorkommen, dass man eine Gräte verschluckt und die im Hals stecken bleibt. Das ist aber wirklich überhaupt nicht schlimm, weil mit einem Stück Brot und einem Schluck Wasser kann man die Gräte lösen, dann wandert sie weiter mit runter in den Magen und wird da von der Magensäure aufgelöst. Piekst aber trotzdem, deshalb lieber vorsichtig essen. Mm. Ich bin jetzt zurück bei Kai auf dem Kutter. Wir poolen immer noch Flundern aus den Netzen. Aber ich habe schon eine Idee, wie wir uns die Zeit vertreiben können. Kannst du denn wenigstens den alten Fischersspruch da, dieses Fischers Fritze? Fischers Fritze, fischte frische Fische. Frische Fische, fischte Fischers Fritze.
keiner. Fischers Fritze fischt frische Fische. Frische Fische fischt frisches. Fischers Fritze. Mist. Sag mal, warum sind diese Flundern eigentlich auf der einen Seite weiß und auf der anderen bunt? Na, Tobi, das kommt, weil die Flunder auf dem Meeresgrund liegt. Da musst du dir vorstellen, da sind Algen, Muscheln, Pflanzen, alles sowas, was du hier siehst. Und ja, das ist die Tarnfarbe. Ja, auf der einen Seite ist er weiß, da liegt er auf dem Meeresgrund drauf. Ja. Und das ist die Seite, womit er sich dem Untergrund anpasst. Kleine Babyflundern, die schwimmen erstmal so aufrecht. Und ist auch noch ein runder Fisch, ne? Und im Laufe des Wachstums entscheidet sich die Flunder, auf welche Seite sie sich legt. Entweder links oder rechts rum. Ach Quatsch. Doch. Okay. Und dann wandert auch das eine Auge von links auf die andere Seite. Die Flunder hat also beide Augen seitlich im Kopf, entweder links oder rechts. Und guckt mal, Leute, genau wie Niki schmeißt Kai die Flundern, die zu klein sind, zurück ins Meer. Auf den Weltmeeren sind nicht nur kleine Kutter, wie der von Kai unterwegs, sondern auch solche Riesenschiffe. Die kennt ihr ja schon von den Fischstäbchenfischern. Gefischt wird nicht nur mit Stellnetzen, sondern auch mit Schleppnetzen. Schleppnetze werden hinter den Schiffen hergezogen und sammeln so die Fische einfach mit ein. Damit die Fischerei der Umwelt nicht schadet, sind zwei Dinge ganz wichtig. Erstens, dass es wenig unerwünschten Beifang gibt. Das sind die Fische, die mit im Netz landen, obwohl sie gar nicht gefangen werden sollten. Also zum Beispiel andere Arten oder zu kleine Fische. Und zweitens, dass die Fischer nicht zu viele Fische einer Art aus dem Meer holen, weil sie sich dann nicht mehr vermehren können. Das nennt man Überfischung. Die Fischer müssen also ganz genau wissen, wann und wo sie welche Netze für welchen Fisch verwenden dürfen. Ganz schön kompliziert. Leute, wir haben fertig gepoolt. Jetzt müssen wir den Fisch zurückbringen und ich darf Kutter fahren. Guckt mal, so viele Flundern haben wir gefangen. 11 Kisten voll. Die müssen jetzt natürlich zurück an Land. So, das ist die letzte. Oh. Und das heißt, schon wieder rudern. Kai, ich glaube, ich will jetzt einen Fisch essen. Darf ich? Ja, den hast du, glaube ich, verdient heute, wa? Ja, geh mal einen Fisch essen. Boah, Leute, hab ich einen Hunger nach dem Tag. Jetzt frische Flunder. Boah, voll lecker. Mm. Fischers Fritze fischt frische Fische. Yeah! Jetzt die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, wo hat die Flunder ihre Augen? A. Vorne am Kopf. B. Seitlich am Kopf. Oder C. Hinten am Kopf. Na, habt ihr es gecheckt? Richtig ist B. Weil die Flunder so platt ist, hat sie beide Augen auf einer Seite. Entweder auf der rechten oder auf der linken. So, wir legen jetzt noch die Netze für morgen aus. Und ich hab den Chefplatz, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Gib Gas, Kai! Jo! Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der immer fragt, wer die Action mag, der alles wagt und der niemals klagt. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der ständig rennt, der niemals pennt, der auch manchmal flint und der tausend Leute kennt.